Ja, moin Leute. Die Karre hat kaum noch Schmalz auf der Orgel. Das gucken wir uns heute an. Ja, dass das Wetter genauso gut ist wie bei der Reifenaktion, ist geil, oder? Ja, das ist Magic. Ja, das Problem, das große, große Problem, ich habe den Anlasser ausgebaut. Der Anlasserzahnkranz sieht auch gut aus. Aber wie man sieht, kann ich den Motor mit der Hand wirklich locker flockig drehen. Das macht mir ein bisschen Sorge. Und dementsprechend werden wir dem Problem mal auf den Grund gehen. Ja, die Reifen liegen immer noch. Wahrscheinlich bis dieses Video hier fertig ist, sind die Reifen auch fertig. Ich drehe es natürlich alles ein bisschen nebenher. Jedes Thema soll natürlich auch so ein bisschen bei sich bleiben. Ich hole die Kamera mal rum. Da gucken wir uns den Deckel mal an. Das habe ich ja in einem Video schon gezeigt. Der Ventildeckel ist voll mit losem Flugrost. Bei der Besichtigung habe ich den natürlich aufgehabt. Deswegen ist ja auch Rost schon drin. Ich werde das mal mit der Drahtbürste ein bisschen sauber machen und mal ein bisschen aussaugen, damit wir da nicht noch mehr Dreck reinkriegen. Ja, ich lasse das mal in Zeitraffer laufen. Jede Schraube erklären muss man nur auch nicht. Für mich ist das auch Premiere, Leute. Deckel ist auf. Ja, ist alles. Hier oben sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es wird schon ganz schön dran rumgefurkt, muss man sagen. Also da waren schon viele Hände wahrscheinlich dran. Wie gesagt, Kompression ist nicht der Knaller. Ich kann ihn mit der Hand so locker drehen. Und wie gesagt, der Vorbesitzer hat mir mal irgendwas erzählt von wegen, ja, Vorbesitzer und hier und ankurbeln und bla und blub. Die Kurbel ist eigentlich nur für Wartungsarbeiten. Und wenn ich mir diese Kerbe hier angucke, sieht man das ja, ne, hier im Licht. Guckt euch mal diese Kerbe an. Das hat nichts mit Wartung zu tun. Das Ding hier wird richtig vergurkt. Ich werde jetzt weiter die Bleche abbauen. Ich werde den Motor freilegen. Und Motor werde ich eh öffnen, weil das ist alles. Ja, Auspuff ist ab, Seitendeckel auf, Öl ab. Dann kann man hier das Pleuel kontrollieren, was das Ding hat. Es ist ein Einzylinder, Leute. Es ist hier eine Komponente, Einzylinder, mehr ist nicht dran. Einfachste Schrauben. Und ja, also F2L 812, wieder D30 draußen oder der OM 352 Unimog. Kennt man alles. Ein 514er Motor ist für mich selber auch Premiere, aber so viel anders kann dieser Motor nicht sein. Und weiter geht's mit dem Zeitraffer. Ja, ich wollte euch gerade mal nicht nerven mit elendigen Zeitraffern. Ich habe die Einspritzdüse ausgebaut. Es sieht, ja, man sieht, was soll man sehen? Es ist halt ein schwarzes Loch, genau. Hier in der Sonne sehen wir es ganz gut. Die Einspritzdüse, sie sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ich hätte es jetzt wesentlich schlimmer erwartet, wenn ich so meine Reinrotzdüsen beim Unimog noch vor Augen habe. Kompression, ich habe jetzt oben Rostlöser reingeknallt. Hab den jetzt ein paar Mal durchgedreht. Kompression wird mehr. Ich kann mal nebenbei versuchen, hier die Kamera hinzuhalten und dreh mal am Motor. Ja, also er atmet gesund. Der Ventiltrieb oben läuft, überschneidet vernünftig. Klar, also nicht vernünftig eingestellt. Hier ist überall ein bisschen Spiel drin. Ich nehme ihn eh runter. Ich werde auf alle Fälle die Büchse ziehen. Wir machen jetzt hier den Seitendeckel mal zusammen auf. Den habe ich jetzt sauber gemacht. Wo ist die Lampe? Den habe ich jetzt erstmal ein bisschen grob sauber gemacht. Den ganzen Dreck hier oben weggesaugt. Das Motortypenschild kam auch wieder zum Vorschein. Und ja, dann werden wir jetzt hier mal reingucken. Für mich auch Premiere. Ich bin gespannt. Und ich hoffe,
dass es nicht ausgelutscht ist. Das wäre jetzt der Super-GAU. Genau, ich hole mal kurz Stativ und dann gucken wir da mal rein. Ja, gucken wir mal rein, wa? Wie gesagt, nicht geprobt, nicht geübt. Bei sowas hier kann man sowas nicht machen. Es ist halt live. Wenn es jetzt in die Hose geht und die Schraube reißt ab, dann könnt ihr zu Hause am Rechner sitzen und gucken und sagen, boah, der René ist ein Idiot. Der kann nicht mal eine Schraube abdrehen. Ich bin jetzt auch so naiv und habe jetzt nicht mal Öl abgelassen. Ja. Ansonsten, in der Zeit, wo ich hier die Schrauben abdrehe, was soll ich euch erzählen? Es wurde schon ganz schön dran rumgeschraubt, sagen wir mal so. Also, man hat es gesehen, oben die Einspritzdüse, die war schon mal irgendwann raus. Also wir reden natürlich von 20, 25 Jahren. So lange stand er nun mal und wurde nicht benutzt, gefahren, gestartet oder irgendwas. Aber die Vorvorbesitzer vor langer, langer Zeit, die haben mir irgendwas ganz schön vergeigt. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Es ist der falsche Anlasser drin. Von der Zähnezahl und von der Drehrichtung ist es richtig. Aber der gehört eigentlich nicht rein. Die Kurbel ist hart abgenutzt. Die Vorglühanlage ist vom... Es ist halt alles schon irgendwie mal los gewesen. Ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Es gab damals natürlich noch kein Internet und es gab kein Forum und kein YouTube und kein Telefon in dem Sinne wie heute. Also waren die halt wirklich nur auf sich gestellt. Und wenn sie gut waren, hatten sie noch eine Bedienungsanleitung für den Ding, für den Schlepper. Heute gehst du ins Netz, bestellst dir einfach eine und innerhalb von 2 Tagen hast du eine Bedienungsanleitung mit Teileliste. Das war damals nun mal nicht so. Von daher... Ja, so. Ja, 5,14 Kurbelwelle. Ich mache mal die Sonne. Leute, guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Das ist doch geil, oder? Das ist echt alte, schöne Technik. Sichtbar. Ei, geil. Ja, sehr schön. Ich werde gleich mal das Pleuel prüfen. Ich gehe hier ein bisschen mit einer Stange rein und versuche das Pleuel hochzudrücken. Dafür werde ich die Kamera gleich mal wegstellen. Ja, es ist alles noch ölbehaftet. Auch die Seitenwände, es ist nichts verrostet. Die Nockenwelle. Ich versuche das jetzt mal so mit... So... ist nicht eingelaufen. Also sie hat jedenfalls kein Oberflächenpitting, was man sieht. Oberflächenpitting ist, wenn die Härteschicht abnutzt und ja, langsam im Mühbereich abnutzt, dann ist das Oberflächenpitting. Aber selbst die ganzen Zahnräder, sieht echt alles gut aus. Ja, bin beeindruckt. Echt, finde ich gut. Wenn jetzt noch die Kurbelwelle, also das Pleuel unten okay ist, dann bin ich sehr zufrieden. Das werde ich mal prüfen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön Technik zum Anfassen und Angucken? Ein Traum, sage ich euch. Ein Traum. Ja, es sieht alles soweit ganz gut aus. Ich werde trotzdem oben alles ziehen, den Kolben. Habe vorne im UT geguckt, ob er leichten Kipper hat. Es ist alles stramm, es ist eigentlich alles gut, was man halt so mit der Hand schon fühlen kann. Das ist natürlich kein Maß der Dinge, auf keinen Fall. Aber wenn man ein Pleuel im unteren schon hin und her bewegen kann, ja, dann braucht man sich die Frage nicht mehr stellen, ob man nur Ringe macht oder komplett. Ja, ich habe es alles schon weitaus schlimmer gesehen. Und der Motor ist wirklich kernig, muss ich sagen. Der ist echt fit. Ja, sehr schön.
Ja, aus ein bisschen Putzen ist ein bisschen mehr geworden. Ja, mal eben kurz Kopf gezogen. Kolben liegt frei. Die Ringe sind echt noch gut. Aber es kommen jetzt neue drauf. Und den Kolbenbolzen werde ich gleich ziehen. Kolben kommt ab. Er ist in drin. Nur kurz hier eine Taschenlampe mitnehmen. Wo ist hier die Taschenlampe? Taschenlampe. Ja, es ist meine Schraubeordnung, das sieht halt immer gleich aus, als wenn hier sonst was geplatzt ist. Hier, der ist halt komplett glatt. Man sieht oben und unten sieht man noch ein bisschen vom Kreuzschliff, da wo der nicht hinkam. Ansonsten ist er komplett blank. Der geht zum Motorinstandsetzer, einmal durchmessen, hohen und dann mal gucken, was ich für Ringe brauche, ob dann Übermaß rauf muss. Und dann werden da gleich neue Ringe raufgezogen. Der Kolben ist noch heile. Hier hat er einen kleinen Ditcher. So wie das aussieht, haben die den Motor schon mal aufgehabt. Weil man sieht, als wenn hier eine kleine Macke weggefeilt ist, sag ich mal. Sieht man das? So. Wann das war, wer das gemacht hat, man weiß es nicht. Kompression ist wie gesagt nicht mehr so der Knaller. Dementsprechend wird das Ding jetzt einmal komplett durchgezogen. Neu gedichtet, dass er wieder richtig Bums auf die Orgel kriegt. Genau, Kolben werden wir es noch ziehen und dann soll es auch reichen für heute. Ja, Kolbenbolzen lässt sich ganz gut bewegen. Dementsprechend nehmen wir jetzt einfach hier den Sägering raus. Verdrehen ihn auch nicht, weil ein Sägering hat immer eine konische Öffnung. Und dann hoffe ich, dann stecken wir den auch gleich wieder rein. Ja, gerade ein bisschen geklemmt, da reicht der kleinste Staubfetzel und dann, ja, wenn das schwer geht, nicht mit Gewalt rein, dann muss er schon freiwillig eigentlich hin. So, dann hauen wir den Sägering vorne wieder rein, so wie wir ihn rausgenommen haben, dann geht er zum Vermessen. Wir haben den Kopf jetzt hier liegen. Die Ventile liegen natürlich fast waagerecht. Jetzt kippen wir hier einfach mal in beiden Kanälen Spiritus rein und sehen, dass er hier schon rausläuft. Und die andere Seite ist dicht. Ja, hier ist er dicht. Hier sippt er raus. Den müssen wir einschleifen. Wenn wir den einschleifen, machen wir den natürlich mit. Wären jetzt beide komplett dicht und würden nicht sippen, hätten wir uns die Arbeit sparen können. Drückt den mal auf. Sieht man, Spiritus läuft jetzt raus. Hier auch. Es ist nicht viel, aber so kann man am schnellsten die Dichtheit prüfen, Leute. Ja, das war der erste Teil, was den Motor anbetrifft oder anbelangt. Und ja, eigentlich wollte ich nur ein bisschen reinigen. Ich mache mal kurz das Licht aus, ganz schön hell. So. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen reinigen. Ja, Motor ist auf, Kolben ist gezogen. Der geht zum Motorinstandsetzer. Mal gucken, wann das machbar ist unter den jetzigen Bedingungen. Und ja, ihr bleibt dabei, Leute. Ne? Unten raufdrücken, abonnieren, glücklich sein. Wir sehen uns.